geht's? Einen wunderschönen guten Morgen Welt. Hier ist Bumba und Brutzi bei der Frühstückssendung aus Schweiz und Deutschland. Wir begrüßen euch recht herzlich hier aus Bayreuth. Es gibt viel Freude. Wir hoffen natürlich auf rege Beteiligung der 5 Zuschauer, die wir dann bespaßen können. Noch in 30 Jahren ein Zeitdokument, in 1000 Jahren vielleicht auf dem USB-Stick am Mars. Das wäre auch das Ziel. Die ewigen Daten. Warte, ich mache mit. Ich mache mit. Der ewige Datenschwur. Denn nur so erzielen wir die Ewigkeit, dass wir die Daten verewigen halt und sagen, wir machen einen Datenschwur. Was haltet ihr davon? Schaut, das ist mal gelbe Pyramide als Hintergrund. Soll eine ewige Datei werden? So, darf ich mal kurz testen, ob ich meine Stimme höre? Ja. Okay, alles gut. Alles gut. Dann sind wir on stage. Dann kann ich das schon mal zeigen. Oh, das ist aber ein Reh oder ein Hirsch. Das ist so jetzt gleich erfahren, das ist es. Also jetzt so. Und dann gibt es hier. Jetzt gibt es ein. Wow! Das ist ein neues Das ist so viel zum Thema Merchandising. Wir sind ja Influencer. Na, das schaut sehr gut aus. Es müsste sein ein Ledergeldbeutel. Das ist übrigens die Frühstückssendungstasse. Die Frühstückssendungstasse. Im Schweiz-Deutschland-Stream von Bumba und Brutzi. Wer sie haben möchte, der hat Pech. Ich habe auch zwei Sachen hier. Das bei mir steht drauf Menschenrechte und da steht Gnade, das wichtige Wort. Gnade, das wichtige Wort und A im Kreise. A im Kreise. Und ja, so, das ist so handschmeichlermäßig. Ja, auf dem Weg zur ewigen Datei, was hältst du davon, Brutzi? Die. Ja, sagenhaft, sagenhaft, ja. Erstmal zum Geldbeutel rüber, dann in das Thema ewige Datei, ja. Ist die ewige Datei erzielbar, Leute? Ja, stellt euch die Frage, was sich dem Ewigen zuwendet. Vielleicht dessen wird Anteil. Es stellte sich ja die Frage, ist Kupfer ewig? Ist Glasfaser ewig? Nein, sagte man mir. Nein, in beiden Falle. Dann das Holz. Ach bitte, oh Herrgott, lass Holz ewig sein. Offene Frage. Um dann nicht 100 Wanderstäbe zu erstellen für die Seher in der weiten Reiche, um eine Vision zu erhalten, dass dieses Nest nicht mehr endet. Also diese Dimension ist jetzt verewigt, wie die Angreiferdimension, das steht an meinem Blog. Darf ich den kurz nennen, Brutzi? Seht-andreas.blogspot.com Seht-andreas.blogspot.com Und da gained Dimension. Gained Eternal Dimension Suche. Ja, das auf Englisch und Deutsch ein Video und das erklärt die Sehung. Jetzt von dem Thema, von dem Ernsten der ewigen Datei her, was bedingt das? Ja? Ich hatte eine Seite, Cracker Info Ewig, da habe ich mich ewigen Gegenständen
zugewandt. Ich habe ja schon mitgeteilt bekommen, manch Wanderstab hält länger wie ich, den ich erstellte. Das macht mich mitunter sehr glücklich, ja. Ja, wende man sich dieser Frage zu und man wird automatisch den Eiertanz um die Hassrede bewegt und nicht mehr die strengen Themen, die dich vielleicht auch nicht so erfreuen. Party, ja, Party. Party, Sinn des Lebens ist schon ewig mein Beweggrund. Bin runter vom Gymnasium, habe mein Zivi nicht geschafft, so richtig. Hab meine Ausbildung hingeworfen, so halb in der Prüfungsphase zumindest. Hab mein Haus jetzt an die Wand fahren lassen, das ich finanzierte als Selbstständiger mit 20.000 Mark Einnahmen im Monat. Teilweise gut geschafft, aber dann halt wieder an die Wand fahren lassen. Für Partys Sinn des Lebens, ja. Das ist eigentlich mein Beweggrund, ist Partys sind des Lebens, dann weniger arbeiten müssen und dann die ewigen Gegenstände eruiert. Na? Ich habe eine gesamte Anleitung auf cracker.info/ewig gehabt. Die haben in drei Dimensionen repariert, haben sie gesagt. Bevor sie meine 40 Gigabyte Webseite vom Netz genommen haben. Kurzes Update. Ich habe jetzt eine Menschenrechtsklage in Straßburg angeschoben. Das wird eh nicht so heiß gegessen, wegen den Verletzungen, die ich hier erlitt. Ich möchte nichts zu sagen, laufende Ermittlung. Und das hat einen Tanz bewegt aus Straßburg, eine Vernunft umgegriffen. Das, es könnte in 12 Monaten auch wiederum besser werden. Also mit Menschenrechten und mit Gott. Die neue Weltordnung mit Menschenrechte und mit dem, mit Gott, ja. Illuminati. Ja, Brutzi. Ja, nein, Putzi, wir müssen hier 3 bis 5 Leute bespaßen. Ich weiß nicht, ob das so zielführend ist, dir die Chips da reinhältst, ja. Ja, die Reise ging los in meiner Kindheit, da habe ich mich den Bäumen versprochen. Und da haben die Bäume, kam eine Stimme aus der Luft, angenommen. Weil ich habe mich in der Wiese gelegt, in den Sternenhimmel geblickt und glasklarer Himmel, die Sterne trauen. Bäume, ich hüte euch mit meinem Leben, dass ihr seid, wenn ich bin und ich bin, wenn ihr seid. Und da sagte was, angenommen. Mittlerweile ist es ein Baugebiet gewesen. Zur Hälfte sind die Bäume nicht drüber rettbar gewesen. Komische Korrelation. Die einzige Kiefer, die ich pflanzte in meinem Leben, gewonnen bei einer Sache in meiner Heimat, in der Nacht, in der der Sturm sie umschmiss, bin ich das erste Mal früh in die Psychiatrie, von 7 Mal in die Psychiatrie gekommen. Ja, ich muss es einmal sagen. Ja. Und das lief dann darauf hinaus, dass ich mit Sex entdeckt habe, ist, wir leben in der Hölle. Wenn die im Fernsehen zeigen, was sie zeigen dürfen, und mit diesen ganzen Sachen, mit Sex wusste ich das, wir leben wie in der Hölle. Und wenn es einen Mann gibt wie Gott, dann finde ich ihn nach 40 Jahren. Kurz was fragen. Also du meinst, wenn die Leute im Internet zeigen, wie es in die Psychiatrie ausschaut, meinst du das? Nein, ich meine, dass die Buzz. Nein, ich meine die Bud Spencer-Filme. Nein, ich meine die Filme, die kruden Filme, ja, wo schreckliche Sachen gezeigt werden. Ah, okay. Ja, aber es gibt auch Leute, die reklamieren, dass es schlechte Marvel-Filme gibt und nachgemachte und alles, weißt du, diese Superman und Schneewittchen, dass es nicht mehr so
dass es nicht mehr so ist, wie es mal war, oder die Maß vielleicht mal schwarz. Nee, das nicht, dass ja. Das Hähnchen jetzt mal auch schwarz sein soll, oder keine Ahnung. Die Maß. Also ist die Sache gar nicht so. Ja, die Maßgabe ist seit dem Hund von Baskerville, das ist ein Film aus England, aus den Fugen geraten. Das war knurrender Hund im Nebel, mehr wollte man sich damals gar nicht antun. Und die haben dann mit Bud Spencer weitergemacht. Und jetzt ist es ja mit Hollywood, ist ja ein Betrieb, 100 Tage Streik hatten sie jetzt in Hollywood, wegen den Bedingungen. Und ich hoffe, dass die Qualität sich ändert. Insofern, dass wir nicht mehr so krude Filme haben. Ja. Da kommt die Nacht um Nebel, der Bumba mit seinem Knebel. Naja, es darf schon sein, dass zensuriert wird ein bisschen. Ne? Weil es soll sich ja... Das, was ich gesagt habe, war Disney. Disney, also früher gab es wirklich, dann kommen wir immer schnell drüber. Aladdin war gut, Pocahontas war mittelmäßig, Mulan gab es, aber eben Aladdin fand ich gut. Oder was gab es? Kappel. Was kennst du? Aristocats gibt es noch. Ja, einfach, es gab schon, aber Aladdin habe ich ein paar Mal geguckt. Weiß, Pokémon ist nicht, aber Pokémon, das erste Video habe ich auch ein paar Mal geguckt, früher, so vor 20 Jahren. Ja, ich weiß noch, wie ich in meiner Jugend da das Frühstücksfernsehen war. Jetzt ist das Schneewittchen nicht mehr und die sieben Zwerge, sondern irgendwie die sieben Bauarbeiter. Ich weiß noch, wie ich das genossen habe, das Frühstücksfernsehen im ZDF. Ich habe das geliebt, ja. Und dann Sat.1 Frühstücksfernsehen. Frühstücksfernsehen vom Sat.1, das war immer sagenhaft. Ich wollte immer die Tassen haben von denen. Ja? Die konnte man ja nicht bestellen oder was, ne? Manchmal. Ich hätte gern vom Fernsehen eine Tasse, so. Irgendwie, ja. Dann gab es den Eduard von Schnitzler. Das war immer mein Abenteuerfernsehen aus der DDR. Das habe ich mir immer reingezogen vom Schultag Dienstag. Dann kam Knight Rider. Das war dann immer Schulthema. Und ich habe ja 100 Interviews im Internet gestellt. Ich wollte das Schulthema bleiben irgendwann. Aber mach mal langsam. Du hast jetzt gesagt Knight Rider. Weil Knight Rider gab es David Hasselhoff. Gab's The Car war das, der böse Knight Rider. Es gab den Goliath, das war der böse. Ich sag ja, das war Thema in der Schule. Langsam, ja. Das war Thema, ne? Richtig. Und richtig, ja. Es gab auch Airwolf. Ja, jetzt hör mal auf, das führt uns dann, das führt uns zu weit. Abgefahren die Serien in der 90er Zeit. Richtig. Und ich wollte in der Schule, ich wollte praktisch in der Schule das Gesprächsthema wie Eduard von Schnitzler oder wie Knight Rider waren. Das war mein Ziel mit den 100 Interviews. Ich wollte ja gar nichts groß erreichen. Ja, aber ich habe dann meine 100 Interviews, habe ich immer am Schluss immer mit der Frage geschlossen, gibt es für Sie Gott? Gibt es für Sie? Oder glauben Sie an ihn? Und da habe ich meine Antworten gefunden. Ich war dann im Kloster Heiligenkreuz bei Mienerwald, habe dann die Verbindung zum Papst Benedikt und mittlerweile zum Franziskus. Der hat mich auch irgendwie der weiß von mir, sagen wir mal so. Und ich habe dann die Synode zu Hilfe gerufen in Rom, dass die Bischöfe also informiert werden über unseren damaligen, vor dem Christengott war der Luzifer Herr der Welt. Und dann der Jesum mit dem aktuellen Christengott. Und der will jetzt 1000 Jahre Friede vielleicht mit bewirken. Und jetzt muss ich nur noch das Erzbistum in Bamberg in Kenntnis setzen. Habe sie in Kenntnis gesetzt über die ewige Dimension in zwei Fällen. Die Angreifer und die hiesige Dimension. Ist jetzt ewig, habe ich gespürt, ist diagnostiziert, tut mir leid, Leute,
in 5 Körpern, die ich dort bin, um nicht zu sagen, die Ewigkeit gespürt, seit 12 Monaten in weiter Zukunft. Ich habe praktisch 100 Wanderstäbe dann zum Schluss geschnitzt, auf 9 Kilometer verteilt, in der Stadt gratis, um die Seher auszustatten für diese Sehung. Also ich habe eine Frage an dich. Ja. So gentechnisch mäßig. Hast du bist du was so ein Resident Evil Spieler? Ich habe Half-Life gespielt und StarCraft. Und was ist mit Resident Evil? Das war mir dann schon da hatte ich keine Maschine für. Glaube ich. Da hatte ich keine Performance für die Anforderungen. Aber du weißt, was Resident Evil ist? Ja. Also keine PlayStation 1? Irgendwann ja. Doch, aber ich habe sie nie angeschlossen. Die Frage ist, stehst du auf so Zombie-Zeug so? Gar nicht, überhaupt. Gar nicht. Ja. Nee. Es gab viele Resident Evil Sachen, viele Remakes. Und jetzt habe ich auch mal gesehen, 2, wo gegeneinander gespielt haben. Also die haben das gleich gemacht und die haben das so in 1 Stunde 20 durchgehabt und so. Ist auch interessant. Der eine geht durch, der andere da und so. Ja, auf jeden Fall. Darf ich kurz? Ich habe Resident Evil 3 Remake. Am besten. Also klar ist der 3er mal auch gut, aber der 3er Remake, Remaster. Der 2er Remake finde ich zu krass. Also ist. Ja, ich glaube, das ist zu krass. Das ist einfach. Der 3er Remake hat mehr Action. Na, du, ich schaue seit 10 Jahren nicht mehr konsequent Fernsehen. Ich spiele seit geraumen Jahren eigentlich wenig. Also, ich habe dafür einfach keine Zeit. Ja. Siehst du diese Energies? Ja. Hast du einen Lieblingsenergy? Also, mich würde interessieren, der ganz links außen. Der links außen, nein? Von mir aus links, also von dir aus. Ja, der. Der. Das ist gut. Heilwert. Aha. Wir haben auch noch ein bisschen Joko. Warte. Achso, jetzt muss ich reden, sonst ist Pause. Na, ich kann schon weiterreden, du. Das Gröbste ist abgefrühstückt. Also wir müssen ja nur wissen, wir sind jetzt in einem ewigen Nest. Wir können Seelen tauchen gehen, das ist das andere Konzept. Die Endzeit-Sekte hat gesagt, sie müssen uns total neu an Planeten servieren oder auslösen in Geiste. Ja, das war die Opposition. Willst du beten? Ich? Nee, jetzt noch nicht. Wieso? Friede sei mit dir. Und mit deinem Waschte. Amen. Amen. Cheers. Ich sehe, ja, gibt es 10 Mann. Ja. Das Frühstückssendung. Das ist Frühstückssendung. Ja, da wollte ich der Knight Rider oder der Eduard von Schnitzlermann. Dann stehe ich am Markt und mache überall meine Kreidezeichen raus, damit die Seher checken, wer gegen das Dreieck noch kämpft. Als Malzeichen des Tieres wurde das Dreizeichen verschrien. Das Dreieck. Jetzt stehe ich am Markt und schaue am Wesen durch die Augen, das gerade angegriffen wird von weiße Wolkengeister, die den Boden auflösen wollen. Erst haben's die Menschenrechte rausdebattiert, dann ist Gottes selber Gefühl rausgegeben worden, über die Massen ergoss sich und wir wurden wie Bestien deswegen. Wir konnten damit dem Gottes selber Gefühl als Atheist nicht umgehen. Und dann wollten sie den Boden auflösen. Das heißt, Gefahr latent vorhanden, der Planetenrund hätte in lauter kleine Säckchen oder Höllchen
verkommen können. Und du stehst am Markt mit Tracht, Hut, Wanderstab, war ich jetzt 62 Mal dort, um den zu bekräftigen, zu behalten, den Boden, der ist von Luzifer, Gottesleuten, um zu sagen, für die Menschheit den Erdenrund zusammenhalten, Modus für die Menschen. Gottes Bodenbestätigung. Nee, warte mal, bis ich fertig bin. Gleich bin ich fertig. Noch ein Satz. Ein Satz noch, ja? Nee, ich brauche das nicht. Ich danke dir. Und zwar schaue ich diesem kleinen, wie lieben Gott durch die Augen und es ist keine Regierung da. Es ist kein Aufpasser da für die Vollverantwortung. Die Verantwortung trägt man selbst. Ja? Da war niemand, der für den Boden noch so einstand wie unsere Jungs. Das, wir waren dann vielleicht 4% am Markt, die nett zu den Bären an derer Stelle, Schloss Kirche in Bayreuth. Das ist, da ist unser Aufbauplatz. Wikinger von meinem Vater, Großvater Wikinger, der Familie Nett. Ja? Das ist also eine Dualität zwischen der Republik, der Familie und dem Netzwerk. So stellen wir es dar. Es gab damals die Phobie mit Bund und Stammheim und BER und hätte uns fast kollektiv in Geist ausgelöst. Ein Wesen Richtung die Schöpfer auch. Das hat die Ewigkeit wieder gekriegt durch den Dualgang in 40, 80 Jahre. Habe ich gesehen, konisch in 40, 80 Jahre Zukunft mit Net, Ber. Net, Ber. Das sind zwei Familien in der Republik, eigentlich oben wieder. Und dann sagt es von vorne in 40, 80 Jahren Zukunft, du, es geht ewig so weiter. Und wie ich dann mich frage später, Mensch, wie geht's denn nachher denen? Wir haben jetzt Aussichtsplattformen. Und dann frage ich mich, wie könnte ich ein Kabarett aufziehen? Ich habe für die Net geschuftet. Dass die gibt überhaupt von 2013, die Alternativlosigkeit, wisst ihr noch? Die Alternative, das ging bis zum Kanzleramt, dass die mich gefragt haben, in Österreich gibt es kleine Aufständische. Und wir brauchten diesen dualen Spalt in der Republik für die vielen Menschen. Und dann frage ich mich, wie könnte ich ein Kabarett machen, wenn wir jetzt da oben stehen als die Net und dann das Bär. Und dann erscheint eine weibische Stimme in der Luft und sagt, wir gehen jetzt gleichzeitig. Es gab Kontroversen. Die müssen sehr aufpassen, was sie sagen, in dem halb feinstofflichen Bereich scheinbar. Wir reden zu den Bayreuth, hier ist die Schweiz und Deutschland. Wir reden in die Medien. Das hört sich jetzt gerade aus einem Kernbehinderten. Nee, das war doch die Anfang. Hier ist der erste Funkspruch. Hier ist der erste Wir sind die Roboter. Ja. Also es gibt nachgemachte Roboter für Leute, die nicht mehr da sind, die traurig sind, okay, ja. Oder hat Roboter, die gemacht werden, dass man nicht einsam ist. Apropos Robotersprache. Aber eben, würdest du, wenn es nur ein Tausender hast, würdest du ein Tausender ausgeben und für eine Roboterfrau nach Hause nehmen und die sagt immer, das hast du aber gut graviert. Super Gravur gemacht. Also, willst du einen nach Hause holen? Sag, nein. Nein. Hä? Ich würde mir einen nehmen, da wir hinsetzen neben mich. Ich würde mal einen Hundi nehmen. Was ist das? Ein Hund? Nettitas. Würdest du. Also ein Roboter müssen wir nicht zu tun. Ich schon. Ein Hund. Also, Hund ist, okay. Also, wissen die Zuschauer, was ist auch? Hund, du, ich, Roboter.
Wir sind die Roboter. Nein, ich finde, für mich ist es gut, wenn jemand ihm sagt, das machst du richtig. Ja, das finde ich auch. Aber wenn du sagst, der Hund, finde ich so gut. Der Hund, dein bester Freund. Der Hund, dein bester Freund, das ist der Beste, den es gibt auf der Welt. Der Hund, dein bester Freund. Also nicht ein schwuler Freund. Nein, das war Heinz Rühmann. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Also, Heinz Rühmann auf YouTube googeln. So, mach kurz eine Minute Pause. Ja, hast du eine rassige Frisur heute? Ja, danke. Mischlinge sind eh ein wenig stabiler. Ich bin nämlich eine Kamille bei den Faschisten. Eine Kamille. Warum bin ich eine Kamille? Die werden gezupft aus dem Familienbüschel, weil sie so schön sind. Ne? Und gebündelt wird übrigens fürs Feuer. Der Faschist wird fürs Feuer gebündelt. Ne? Ich hab eine Frage an dich. Was nimmt man? Ich mache jetzt ein bisschen Fragestunde. Was für ein Medikament muss man nehmen oder kann man nehmen gegen Kopfschmerzen? Aspirin, ein 600 Jahre alter Vertrag mit der Weide. Und gibt es sonst noch was? Ich sag dir, was ich genommen habe, wenn du es erwähnst. Dann sag ich ja. Ansonsten sag ich es dann. Aspirin war es nicht, aber das ist auch gegen Kopfschmerzen. Mhm. Die Leute, das ist interessant. Die Leute wollen wissen, das ist interessant, was sie nehmen müssen, wenn sie Kopf, heißen Kopf haben. Aspirin. Okay, ich habe Nabolgan. Kennst du? Nee. Nee? Da chillst du noch schön. Die sagen hier, dass es kein Schlafmedikament ist, aber ich kann immer so 2 Stunden richtig gut schlafen. Aber Kopfschmerzen geht auch weg. Es gibt auch Daflangan noch. Aber ich mag Nabolgan. Also ein Freund, ein guter Freund. Also, ich weiß halt nicht, ob Kamillentee was bringt gegen Kopfschmerzen. Man muss es halt probieren. So, liebe Freunde, habt ihr gehört? Wir sagen einfach, das war irgendwie, ich finde das schon, das müsst ihr Leute wissen. Also, Nabolgan gegen Kopfschmerzen, Daflangan und Aspirin gegen Kopfschmerzen, gegen Einsamkeit, Roboter organisieren oder Hund oder Katze. Ja. Er ist Werkstattmeister Eder mit dem Puwackel. Nein, der Puwackel, ich glaube, sie auch noch. Puwackel. Wenn ihr mal eine Werkstattshow haben möchtet, also er hat links unten einen Tisch mit Holz drauf. Und ich bin hier eher so der Gamer. Wir können auch einen Mix machen. Einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Ob ihr mal eine halbe Stunde Malerei sehen wollt oder ob ich hier auch auf einem Tisch irgendwie auch mal was zeichnen, malen soll. Ja, oder halt über Games reden soll. Oder, keine Ahnung, eure Lieblingsgames, meine Lieblingsgames, seine Lieblingsholz. My Game, Try Game, Everlast Game. Da gibt es auch ein paar Holz. Verschiedene Holzarten, die er gut findet. Es gibt sicher verschiedene Holzarten. Gibt es verschiedene Holzarten? Ja. Komm, erzähl mal, was gibt es so verschiedene Holzarten? Also es gibt den Dickkopf, der ist aus massivem Holz. Das ist ein grauer Bär, der steht meist für meine Mama. Ja. Hallo Mutter. Ja, aber so, erzähl mal, wie heißen die verschiedene Holzarten? Buche, Eiche. Das ist der Schlumpf. Ich möchte jetzt meine Figuren vorstellen. Ich habe jetzt Lust, meine Figuren. Ja, ich will meine Figuren vorstellen.
Das ist der Schlumpf. Was für Holz besteht dieser Schlumpf? Das ist Plastik. Der ist aus Plastik. Ja, dann haben wir die rote Frau. Komm mal nach Hamm. Die besteht auch aus Plastik. Dann haben wir hier noch. Noch mehr. Das ist der Nikolaus. Okay. Ja. Ja, das ist jetzt ein bisschen verschoben, aber wir haben Nachwehen und Nikolaus. Das ist der weiße Pfumpfel. Da habe ich schon mal Zigarette ausgedrückt. Ne, der weiße Pfumpfel mit Schotten, mit Rock meine ich. Ich bin der Pfumpfel. So, das war's schon fast. Und das ist der Man in Black. Der ist aus Holz. Ja? Wie Check the Ripper. Check the Ripper. Ja. So, das waren meine Figuren. Da hatte ich ja auf meiner 40 GB Webseite 16, 18 Shows. Mr. Stofftiergeschichte Andreas Mark Bennett bei YouTube eingehen. Dann findet ihr noch ein paar Fragmente von meinen Puppenspielchen. IFU Live, youtube.com/IFU Live, IFU Live mit V. No? Ja, das ist eine Geschichte, weil du gesagt hast, das andere so, und dann muss das neue Weg, muss wieder ran. Und da müsst ihr Stofftier Geschichte eingeben. Also youtube.com/IFU Live. Wie UFO habe ich gesagt, nur rückwärts geschrieben und mit I das gar nicht mehr erkennst. Ja. UFO Live wollte ich mich nennen. Also du kannst nicht kurz reinschalten, weil deine Aufnahme dafür auch. Ach, wer das nicht in der Lage ist. YouTube.com IFU Live. Ja? Ja, aber kannst du es auch reinschalten bei Discord oder ist es. Aber auf deinen Aufnahmen nicht drauf. Weil so, da könnte ich es auch zeigen, können die Leute sich das. Also es gibt Leute, die können so mit Tasten besser. Ne? Ja, ich. Wie soll ich das einblenden oder was? Warte, ich mach's. Nee. Warte, ich hab's gleich. Also, einblenden, ne? Aber das ist nicht was geil. Das einblenden. Ja, doch, sieht klar. So, ich schreibe es einfach in Editor und mach meinen Bildschirm teilen. Was hältst du davon? Nein. Sondern? Einfach unten rein. Scheiße, wo wir reden. Willst du? Wenn es geht, geht's. Dann können wir es 60 Sekunden zeigen, dann können wir sich das geschehen. Ja. Moment. Also. Ja. Ich mach's auch nochmal kurz. Dann haben wir das youtube.com/IFU Live. IFU Live. Ja. UFO Live, ne? Like. Alter, ich hab's gezeigt. Also das ist ein YouTube-Channel, ne? Yes. Gut, so. Aber bei dir geht nicht die Sunshine auf. Ich will, dass man hier die Sunshine So, 8.04 Uhr. Was? Hey, erst 8.04 Uhr geht die Sonne auf dahin. Dann geht's. Das heißt, wir müssen noch eine halbe Stunde quatschen. Noch eine halbe Stunde quatschen.
das Licht angeht. Bis die Sonne über die Berge wandert. Also, ja, dann schaffen wir schon. Die ersten kommen dann und dann, hey. Ich kann ja ein bisschen erzählen. Ah, ja, okay. Ich kann ein bisschen trinken. Über meine Reise Madrid, Istanbul, Ankara, Côte d'Azur, Atlantik, Amsterdam, Brüssel, Madrid, habe ich schon gesagt, glaube ich. Ja, ich habe eine 3 Monate Reise ungefähr hinter mir, Türkei und auch Europa, ohne Geld. Das geht in Südfrankreich, ist am schönsten. Da kannst du Brot fragen, es geschieht peu avoir un pain, s'il vous plaît. Also heißt, ich bitte ein Brot haben. Ja, beim ersten Mal ist es strange. Da ist fast Tränen in den Augen, ne? Wenn du nach Brot gerade fragst. Aber das zweite Mal ist für Übung. Das dritte Mal, als wenn du es immer magst. Ja. Und. Ja, Entschuldigung. Ja. Hast du schon Kampfsport gemacht? Und wenn ja, welchen? Kickboxen. Geil. Ja. Okay. Das war's schon. Ja, und dann war ich draußen in Südfrankreich. Ich kann nur zwischen Grenoble und der Côte d'Azur empfehlen. Also wenn es dort Dorf zu Dorf gibt, weil in der Türkei das ist so dicht besiedelt, da musst du Hotels Hopping machen. Ja. Aber in Südfrankreich, das Klima toll, dich einfach irgendwo hinfläzen im Waldesrand zwischen die Dörfer. Da liege ich eines Nachts, ja, an der Straße. Da galoppiert was Kleines an mich ran, von der Richtung des einen Dorfes zu mir, schnuppert mir am Kopf, ich bete, schnuppert an meiner Brottüte und dann merke ich, ich muss mich vielleicht rühren. Auf einmal stöbert's auf, und rennt in genau die Richtung, die sie vorher wollte. Galopp, galopp, galopp. Ich denke, das war ein Wildschwein, oder was? Ja, das sind so kleine Abenteuer möglich, ne? Mich haben ja zum Leben hat mich bewegt, das Abenteuer. Das kann ich nur empfehlen, gell. Ja. Und nur bis zu der Kenntnisnahme, dass wenn du einen schwarzen Gürtel hast, du behandelt wirst wie eine Waffe vor Gericht. Und dann habe ich nicht mehr trainiert. Aber schon 3, 4 Jahre oder was? Ach, ich habe auch Preisboxen gemacht am Volksfest für 50 Mark. Was? Ich habe halt einen Boxer gehabt, ich habe Boxhandschuh gehabt, ich habe Handeln gehabt, ich war im Fitnesscenter. Also, darfst du nicht fragen. Ich war zwar nicht der Beste, aber halt, es hat gepasst. Ich habe mein gesamtes Leben keinem Menschen ins Gesicht geschlagen. Gut. Weil ich habe das gemacht, damit ich das nicht machen muss. Ja, selbstverteidigung. Ja. Bis auf diese Traininggeschichten, aber selbst da habe ich keinen im Gesicht erwischt. Halt, doch, einmal habe ich beim Preisboxen im Volksfestplatz für einen Fuffi-Einsatz den Boxer zuerst getroffen. Den Boxer habe ich zuerst am Kopf getroffen und dann hat die Menge gegrölt und ich war so halbes Hemd und war 16, ne? Warte mal, mein Wecker. Kein Problem, meine Energy. Und dann habe ich die 50 Mark verloren, weil er mich in die Ecke getrieben hat und ich habe mein Knie immer hochgezogen, in die Deckung zu gehen, wie bei Kickboxen üblich. Hat er mich disqualifizieren, der Richter. Ja, Und dann gab es so eine komische Dimensionserweiterungswahrnehmung. Und haben sie gefragt, die Deutschen, Andreas, du hast ja ein bisschen was geleistet. Gutes. Was wäre denn dein Wunsch? Und ich dann, um Gottes Willen, mit Max Schmeling. Ich will genauso eine Preisbox-Situation mit Max Schmeling.
Jetzt hat der mich in Hamburg geboxt als anderer Körper. Der kommt in den Ring, in den Hobbyring. Ich, durch sein Selbstbewusstsein, ne, total eingeschüchtert gewesen von Anfang an. Geh nur einen Schritt zurück und beim Rückgehen geht die Deckung ein bisschen auf. Und der Max Schmeling sofort vor und einen Ditcher gemacht. Und es ist nach alten deutschen Regeln, ist der Kampf nicht zu hart, sondern nach leichten Bewegen. Ich sag die Regeln da nicht rein. Und dann habe ich mir noch gewünscht mit Cassius Clay Mohammed Ali einen Boxkampf. Und da hat mir die Luft zweimal verdeutlicht, Andreas, dieser Bruder habe es in den USA jetzt 3 Runden geschafft. Mittlerweile habe ich vom René was zu Leuten hören. Die Klitschko wären noch toll und die Boxer, ach, die finden sich schon ihren Weg. Aber nicht mich als Körper, weil ich bin in Rente, ich bin nicht mehr zu gebrauchen. Aber aus meiner Sorte, wenn ihr die als Sparringpartner nehmt, das finden wir ganz angenehm. Ja. Gell, Brussi? Jetzt hängt der... Ja, es ist schön. Ich habe auch dann eine Briefmarke bestellt von Max Schmeling, die hängt jetzt am Spiegel. Und vom Cassius Clay, Mohammed Ali, habe ich ausgedruckt, die Briefmarke aus irgendeinem südafrikanischen Land, hängt auch am Spiegel. Da bin ich ganz stolz drauf, gell, dass ich mit denen mal im Ring stand, irgendwann als irgendein Körper. Ne? Weil wir sind so, als wir Seenverbund, tierpflanzenreich, aber das würde jetzt ausufern. Der Max Schmeling. Und wie er dann von der Bühne geht, also vom Ring, ne, der hat gelacht fast. Grinst hat er ohne Ende. Ne. Der hat mir aber fast ausgelacht. Das war die das total. Aber naja, schön war's schon. Na, schön war's schon. Der René hat jetzt, wäre jetzt mein nächster Lieb, Sparringspartner, aber der ist ja auch schon im gewissen Alter. Das müssen wir irgendwann ein anderes Mal machen, wahrscheinlich. Der war ja Vize für Europa. Ja, oder glaube ich zumindest. Sehr gut. Ja. Hey, guck mal, es ist hell draußen. Yay! Dann ist es gleich gefahren. Hey, warte, guck mal, wie lange ist es draußen? Ja, warte mal, wie lange ist es draußen? Ja, scheiße. And we all shine on. Like the moon, like the stars and the sun. And we all shine on. And on and on. And on and on and on and on and on. Instant Karma. No? Das ist das Lied. We all shine on. Wenn's nur so wäre manchmal, ja. In der Politik wollen wir ein wenig politisieren. Ja. Die Ampel, ja. Sehr wohl. Bekomm's. Wohl bekomm's. Manche hören halt sehr gern Comrade, ne? Der Kamerad. Das ist was schön, Kamerad, ist schön. Oder Mate. Maid oder Nest. Fürs Nest, Maid, Kamerad, sind wir doch da. Na. John Lennon hat es gesungen. Instant Karma. Das schalte ich dann gleich nach unserem Stream ein. Und stimme mich in den Tag.
Ich habe ja irgendwie 2000 so Holzsachen verschenkt, ne? Irgendwie geht es. Here comes the sun, warte. Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ah. Ist schon so entfernt irgendwie, ja. Die Doors. Take that. This is a love street. This is a house and garden. La 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 la. La 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 la. Off the doors. Ah. Samson to have monkey. Bring on you the other side. Bring on you the other side. Hey. Hör zu. I don't wanna die in a automobile. I don't wanna die in a automobile, hat er gesungen. Und ich, geht, was singt denn der? Was ist denn das? Oder Kurt Cobain. Come as you are. Sweet child in time. Sweet child in time? Nee. Child in time. Deep Purple? Deep Purple, ja. Die Purple kenne ich, ja. Born to be wild. Steppenwolf. Ah, Steppenwolf, richtig. Ja, ich kenne viel. Soll ich dir kurze Performance machen? Kurze Performance? Also. Startfanfare. Ich grüße schön Engel und Frön. Ich grüße schön Engel und Frön. Heil und Segen auf all deinen Wegen. Heil und Segen auf deinen Wegen. Ich grüße schön Engel und Frön. Ich grüße schön Engel und Frön. Partys sind des Lebens, ach wär das schön. Partys sind des Lebens, ach wär das schön. Ich grüße schön Engel und Frön. Ich grüße schön Engel und Frön. Heil und Segen auf all deinen Wegen. Heil und Segen auf deinen Wegen. Mein Herz, das frönt, es wär betont, dass die Party das Leben thront. Es wäre doch schön. Ja. So, ich habe den Text nicht da, das war jetzt Freestyle, Entschuldigung. Gell. Ich grüße schön. Ist ein Gassenlied, das habe ich im Frühjahr, ein Gassenlied, das habe ich vor, im Frühjahr zu singen. Abspann. So, und das habe ich in der Gasse gesungen, hinten da bei mir, und dann sagt die Luft, Andreas, wenn du das professionell vertonst, sind wir da sauer und nehmen dir die Technik weg. Jetzt darf ich das nur so semi-professionell auftretend darbieten. Und da habe ich gesungen durch drei Straßen. In der zweiten Straße lachen aus Haus 3 und 5 ungefähr die Nachbarinnen aus, die Fenster raus. Ja, am ersten war ich beleidigt, ne? Und dann habe ich gemeint, in der dritten Straße, wo ich weitergesungen habe, mal eigentlich ist das eine schöne Sache. Die Leute, die lachen und freuen sich und haben nichts dafür Schlechtes gesagt. Und draufgebracht hat mich so ein Bimmelmann in der Straße, irgendwann einst in der Gasse. Ich liege lethargisch im Bett wieder. Ich habe so Depri-Phasen, dürft ihr euch nichts denken. Und klingelt und singt halbert, dass die Leute aus dem Haus kommen sollen, sein Zeug kaufen. Und das war im Frühjahr.
Und da habe ich gesagt, Mensch, sowas müsste jedes Frühjahr kommen. Auf den habe ich 4 Jahre gewartet. Und im 5. habe ich dann selber erlebt gehabt. Gell? Und jetzt wollte ich immer, und da ist die Glocke, dafür im Frühjahr, dann wollte ich singen immer. Was? Was? Ja. Das ist die Glocke. Ja, kann ich nicht. Das ist ergonomisch nicht möglich. Naja, da habe ich die Glocke. Kinderräder. Super. Da, das ist die Glocke. Und dann immer, ich grüße schön. Na, durch die Straße. Hatte ich vor. Wir sind dann bei Haussegnungen angekommen. 20 Haussegnungen. Ah, so, und so Experimente halt. Ne? Weil wir schier das Ende vor 70 Jahren prognostiziert gekriegt haben. Durch die Mutter ihren Pfarrer im Dorfe. Das ist eine 70 Jahre alte Geschichte. Und da war ich dann im Kloster wegen der Johannesoffenbarung in Heiligenkreuz beim Wienerwald und habe da dann Verbindung gekriegt zum Papsttum. Und die haben dann auch... sich gezeigt mit der grauen Fahne des Vatikan. Malta hat noch eine graue Weltfahne und dann hatten wir mehr Hoffnung, dass weitergeht. Weil nach dem 11. September die Twin Tower eingefallen sind, haben wir gewusst, das kann alles irgendwann passieren, was meine Mutter gesagt hat, ne? Dass die Welt endet vielleicht. Und das ist jetzt sicher, das ist jetzt sichergestellt, dass das nicht weitergeht in Schwarz-Weiß-Grau, in einem Manifestationszug an einem besonderen Ort gesehen und gespürt. Gell, das ist jetzt gesichert. Ist eine 70 Jahre alte Geschichte. Lass mich doch mal ausreden. Ja, das Manifest. Manifestationszug, habe ich gesagt. Ja? Ja, das Manifest. Ja. Bisschen Spaß, muss sein. Ja, auf jeden Fall, ja. Eben, habt ihr Koffein, gell? Und Koffein. Wir können nachher gar nicht schlafen. Ja. Oh, ist jetzt los. Okay. So. Wow, es war jetzt euch auch schon Tageslicht. Hast du ein Fenster hier, wo du bist? Ja, aber jetzt nicht in Reichweite. Ich brauche noch einen Kaffee. Wie lange sind wir jetzt schon on? Warte, ich schau mal. Oder schaust du mal? Ja, wir sind schon eine Stunde. Ja, dann machen wir mal Pause. Machen wir mal einen Cut hier. Warte mal, gucken wir mal. Nee, es sind 52 Minuten. Jetzt müssen wir mal überlegen, gibt es noch irgendwas, was du und ich? Ja, ich werde... Das Cola möchte ich gerne noch kurz fertig trinken. Gut. Wie lange wird er nach dem Kaffee machen? Ich müsste jetzt gleich einen Kaffee machen. Ja, wie lange hast du zum Kaffee machen? Wann bist du wieder da? In 3 Minuten, ja. Bin ich wieder. In 3 Minuten bin ich. Ich habe nur die Kamera abgestellt. Ja, okay. 3 Minuten, ja. Okay, dann haben wir es.
So. Hier dampft frisch. Ich grüße schön den Kaffee, oh Freund. Ich grüße schön den Kaffee, oh Freund. Parisin des Lebens, komm saufe mit. Trinke mit. Parisin des Lebens, komm saufe mit. Ja. Ich grüße schön den Kaffee, bum bum ba, oh Freund. Ich grüße schön den Kaffee, oh Freund. Heil und Segen auf all deinen Wegen, Heil und Segen auf deinen Wegen. Ich grüße schön Engel und Frön. Prost. Jetzt genießt du dir den Kaffee, ja? Schüttest du hinter die Kippe. So. So. Ich habe nochmal meinen Wortmann gezeigt. Ah, sehr schön. Gut. Das könnten wir noch zeigen. Aber hier gibt es ja. Achso, mach ich Milch, ja? Dann habe ich hier mein Milchbierglas, dann habe ich mir dort hier rein, Moment, hier. Das ist, dann muss ich hier rein, und dann Milch, dann haben wir es. Hallo? Hallo! Ja, ich habe richtig viel Zeug hier, aber das ist alles so ungesundes Zeug. Ich habe hier ein Drink. Was ist das? Ein grüner Drink. Tu's weg. Kannst du mir jetzt sagen, wie lang ungefähr die Aufnahme schon gibt? Ja, okay. Aber wir können nur kurz. Kannst du noch ein, zwei, drei Schlückchen Kaffee trinken? Dann machen wir langsam Schluss, ne? Trink noch ein Schlückchen Kaffee. Ja, der ist noch zu heiß. Okay, dann warten wir. Das ist nicht zu heiß. So, gibt's noch irgendwas, was du hier? Hä? Hast du noch was? Nö, eigentlich nicht. Also, wir haben jetzt drei Zuschauer. Das sind offenbar auch morgen aktive Leute. Ich weiß jetzt auch nicht. Ja, hi. Achso, das ist mein altes Portemonnaie. Das wird dann aussortiert. Das ist schon ein bisschen nur. Ja, ein bisschen kaputt, aber es wird schon. Aber es wird dann noch gewechselt aufs andere. Geldbörse. Liebe Freunde, wenn ihr noch ein paar Fragen habt, dann stellt sie jetzt in den Chat. Bis zum nächsten Mal, schön. Die Enkel und Früh. Sollen wir noch kurz ein, zwei, drei Minuten warten? Vielleicht kommen noch ein paar Fragen rein. Oder willst du Karten? Karten spielen. Karten spielen? Ein Kartenspiel. Ich zeig dir, welche Karten ich da habe. Das ist Illuminati, New World Order mit Gott und Menschenrecht, ja? Mit Gott und Menschenrecht, Illuminati, okay. Dann habe ich die zwei Karten meines Lebens gezogen, kriegt vom Vater mit 10 Jahren. Das ist der König in Grün und die Ass in Grün. Ne?
Meine Lebensschmidtkarten sind es, die Schmidtkarten. Und dann habe ich da noch einen Kärtler. Deutscher Ritter. Deutscher Herrenorden. Ja. Vom Gerhard von der Heyden. Da habe ich 2015 einen den Ausweis praktisch erhalten und habe daran glauben können. Ich praktisch. Entschuldigung, ist das Kennerazi-Zeichen? Also nee, das sind vier Kreise, die ein Kreuz ergeben. Das ist kein verbotenes Zeichen, nein. Und da steht drauf, Deutsch-Herrenorden, Ordensmitgliedsausweis. Ordo Dominorum Teuto Delivonia. Souveräner Heiliger Ritterorden der deutschen Herren von Livland und Preußen. Ja, und da habe ich dran geglaubt. Und es hat ein Verwandter jetzt, das Kärtchen auch, und hat mich da auch wieder bestärkt in der Richtung weitermachen. Ich habe dann mal Geheimgardist MP3 gesungen. Geheimgardist.mp3. Tausendmal runtergeladen worden, einmal nachgesungen worden. Beim Einsingen werde ich gebrückt zu Napoleon. Wie ich das mental checkt, dass die mich brücken zu Napoleon nach Frankreich, habe ich neigesungen. 1806 wurde der Deutsch-Herrenorden, also der Deutsch-Ritterorden ja verboten. Und da habe ich dann gesungen, Napoleon, verbiet uns nan. Und dann sagt der Napoleon zu seinem Diener, er disst mich. Und dann haben Franzosen auf YouTube zurückgerappt. Doch, Napoleon hat euch verboten. Das ging zu manchmal, ne? Mittlerweile habe ich für Präsident Macron einen Song gemacht, gell? Und ein Europa. Ein Vertplan habe ich besungen, ein Grün-Weiß, eine Französin aus meiner Schulaustauschzeit, die mich verliebt habe, eine Französin aus Annecy. Und nach 30 Jahren habe ich ja Vertplan 2.mp3 gesungen, ja. Ja, soll ich jetzt noch den Heidelberg Kokos trinken? Oder? Es klingt gut. Ich habe schon Cola und gerne Zimt. Was, verträgst du es nicht, dann nicht? Überlege mal. Ja, ich kann schon trinken, aber irgendwann habe ich dann... Dann nipp, du halt nur nippen. Erstmal. Nicht ex. Nur erstmal probieren. Naja. Boah, ich kann nicht mehr. Kann man gleich 8 Uhr. Um 15 habe ich Ruhe. Um halb habe ich noch mehr Ruhe. Und um 9 ist das dann auf dem YouTube. Ja. Ich grüße schön Engel und Frön. Und wie ich das draußen sing in der Straße, mein Herz das frönt, dann nehme ich Engel wahr. Und die mir dann sagen, Andreas, wenn du da so dich verhältst, das können wir schauen. Das gefällt uns gut. Ja? Ja. Es ist ja, ich bin ja, wenn ich vom PC weggehe, bin ich wie ausgewechselt. Da hatte ich dann meine Zetterler für die Podcast und meine Holzgeschenke sind ja diese Gravuren oder Wanderstäbe. Und du wirst nicht glauben, also 50% der Passanten in der St. Georgener Straße zum Beispiel, die rede ich einfach an. Denen sage ich dann, guten Tag,
Haben Sie eine Minute Zeit, dass ich mich vorstellen kann? Mein Name ist Walle oder Andreas Traun. Ich bin der Andreas, seines Zeichens Widder. Kleinkunst und Hobbykunst. Auf meiner Seite sind 30 Stunden Musik, Gesang und Weltneuigkeit. Hier ist der Zettel, es kostet gar nichts im Internet. 5 Zettel gleich verteilt in der Straße, wenn ich spazieren gehen war. Und wenn ich einen Wanderstab an den Mann bringe, dann habe ich manchmal 20 Leute angesprochen, bis der dann seinen Weg gefunden hat. Ja, das sind ja über 100 Wanderstäbe verschenkt, aber jetzt bin ich ja wegen kaputt. Ne? Es hat, ja, und dieser Spruch, ja, den wollte ich dann auch da bieten im CB-Funk. Und da haben sie mir wieder, wie bei dem Lied, gedroht, meine Technik nehmen, wenn ich CB-Funker war. Und da habe ich dann vorgehabt, vom Oschenberg bis zum Hienberg, die LKW-Fahrer, wenn es runterdonnern, den Berg runter, begleitend mit meiner Stimme. Hier ist Cracker Info mit 30 Stunden Weltneuigkeit und Gesang. Podcast, 30.000 Downloads schon bereitet. Gratis auf meiner Seite für den LKW-Fahrer oder wer es auch im Auto hören möge über MP3. Gratis auf cracker.info. Und jetzt haben sie meine Webseite gesperrt. Jetzt habe ich diese Hobbynummer nicht mehr. Das ist sehr traurig, ne? Ich habe jetzt crackerinfo.de. Ja, ich habe jetzt crackerinfo.de, habe ich noch dazu geholt. Aber meine eigentliche Sammelseite ist seht-andreas.blogspot.com. Seht-andreas.blogspot.com ist meine eigentliche Seite jetzt. Boah, der Energy geht voll warm, ey, warm so. Ey, wir müssten eigentlich können mehr in den Lied chatten, um die Welt zu Party chatten. Das wäre mir viel lieber, aber das geht halt auch nicht. Ne? Das ist so ein kleiner Traum von mir, wenn ich einmal reich bin, ja. Da habe ich nur noch eine kleine Karte und die checke ich in die Hotels ein. Hau ich wieder ab in die nächste Stadt. Wenn ich einmal reich bin, divi 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 dum, dum da 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 di da di da di da di da. Wenn ich einmal reich bin, divi 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 da 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 divi divi dum, da da dum dum da 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 divi dai, dum da di da di da di da dai. Müsste nicht zur Arbeit. Die war die. Jetzt höre ich den Text her, warte. Wenn ich einmal reich wäre. Brauchte nicht zur Arbeit. Oje, wie die, bumm. Wäre ich ein reicher Mann, eide, deide, 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 Mann. Ich baue den Leuten dann ein Haus vor die Nase hier mitten unserer Stadt, am Fest und so weiter und so fort. Ja. Müsste ich üben. Aber naja, das hat halt Zeit. Ja. Wenn ich einmal reich wäre. Divi, 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 dum. Heidi, dai, di, da, di, da, di, dam. Dai, di, dai, di, da, di, di, da, dai. Naja. So.
Energy Man, was hältst du davon? Cut hier? Okay. Ja. Hier ist noch was 6. 1 Minute 10, 1 Stunde 10, ne? Ich glaube, wir haben ein paar Sachen. Oder? Ja. Also, ich grüße meine zugewandten Grauen, die Lieblinge, Freunde und guten Follower. In der Nahe und Ferne, bitte sehr. Ne? Gehabt euch wohl. Können wir noch 10 Minuten? Geht das? Oder ist das? Nee, 10 Minuten ist gerade. Ach, egal. Ich helfe. Wir können auch noch 10 Minuten. Ja, 10 Minuten. Ich helfe Zweifelnden, ihr Glück zu finden über Bestätigung. Viel Glück und viel Segen auf all ihren Wegen. Viel Freude, viel Spaß. Sei auch mit dabei. Wir erreichen die Weltherrlichkeit. Haben wir wieder nichts, heißt es morgen um dieselbe Zeit und Orte. Dieselbe Zeit und Orte. Wir erreichen die Weltherrlichkeit. In diesem Sinne, also 10 Minuten willst du noch machen, ja? Können wir machen. Ja. Noch ist die Bude leer. Dann haben wir schön noch. Können wir noch schön. Ja, jetzt können wir schon auch schön chillige Regen und so. Divi. Ich hab so viel getrunken jetzt. Ich habe hinter mir noch meinen Rucksack, aber ich weiß nicht, ob ich da rankomme. Gummibärchen von Haribo. Haben wir auch noch. Ich schau mal noch wegen zur Politik. Ja, warte. Also, Frau Kruse haben wir hier. Gehen wir noch wegen zur Politik, ja? Ja, warte. Ja, und ich zeige mir kurz, was ich noch habe. Lass mal kurz rein. Unser Ministerpräsident Söder ist vereidigt worden mit einem neuen Kabinett. Jetzt warten wir auf 2025 die neue Wahl, ja. Da bin ich ja gespannt. Ja. Das ist Multivitamin Nektar. Also ich gucke, dass ich einen Platz habe. Aber die Sachen, die sind nicht. Oh, die Gönner Cheese. Guck mal, ich habe die Gönner Cheese geholt. Die trinke ich dann von der Arme auf. Die Gönner Cheese. Warte mal, ich habe alle drei hier. Der Energy Man. Wenn ich einmal Energy Mans Energies hätte, die, tu das weg, tu das einfach weg aus dem Bild. Nein, das ist das. Ja, so ist schön. Das ist dieser Erdbeer. Also das ist Erdbeer, Strawberry. Keine Ahnung, Hawaii. Ich muss sofort schon durch die Augen noch jetzt. Ja, ich kenne mich noch nicht so aus. Also kommen die aus dem Bild. Ich habe genug Energies gesoffen heute, das sehe ich. Ich muss das alles wieder zurück. Ja, und dann habe ich noch eine.
Ja. Ja, ich schau nur, ne? Ja. Na gut, mein Bester. Dann schalt mal langsam ab. Das war nicht der schwarze Kanal. Das war nicht Knight Rider. Das war Energy Man, Brutzi und Bumba beim kleinen Update. In der Frühstückssendung zum neuen Tage. Das ist die Frühstückssendungstasse. Die gibt es nicht im Shop. Leider. Sehr gut. Also ich verabschiede mich. Ne? Wink nochmal in die Kamera. Wink nochmal in die Kamera. Tschüss, Leute. Ich schalte ab, ja? Tschüss. Ja, mach mal Schluss. Nee, mir fällt nichts mehr ein. Ich. Ja, gut. Peace, peace, peace and out.